ambitious girl. You're just small time. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Und hallihallo liebe Leute, ich bin Akku mit 21 mal Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute gibt's mal wieder ein Let's Test über PlayStation 3, also kein PlayStation 2. Das ist jetzt eine digitale Version über PlayStation Store, wo man sich kaufen kann oder kaufen konnte. Und ja, ich habe das natürlich und wir testen mal direkt. Hol mal. Erstmal die Musik ausmachen. So. Und ja, wir können direkt mal testen. GTA 3. Mal zu zocken, ne? Interessant. Und da sieht man halt den Unterschied. Ups. Da sieht man halt den Unterschied, wie ich damals war. Ah, ich bin schon wieder an der scheiß Rate gekommen. Ach. Wow. Da sieht man halt den Unterschied, wie ich damals war. GTA 3 und GTA 5. Ganz schön großer Unterschied. Und die Karte konnte man, glaube ich, damals... Ja, auf die Karte konnte man, glaube ich, damals im Menü gar nicht zugreifen. Deutlich eingestellt, ja, Untertitel ist auch an. Breitband kann man einstellen. Aber Breitband ganz gut ist. Möchte ich gucken, ob das was bringt. Einfach mal gucken, ob das was bringt. Weiß nicht. Das sieht nicht so aus. Wir gehen mal kurz rein. Anzeige. Breitband wieder aus. Sieht irgendwie komisch aus. So. Okay. Da waren gerade die Bullen. Okay.
chase you if I could run. Und die Steuerung ist natürlich anders da bei GTA 3 hier zu zocken. Ich habe das damals auf PlayStation 2 gezockt. Als ich das zuerst mal gezockt hatte, war ich total happy. Oh Mann. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Alles klar. Mach mal. 8 Ball hieß der, glaube ich, ja. Und diese Markierung, die gibt's immer noch. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Okay, dann fahren wir mal zu Luigi, ne? Alles gut, Kollege. Aber hier konnte man leider nicht, hier konnte man leider nicht die Kamera irgendwie verändern. Ich glaube nur. Okay, das ist die Handbremse. Das ist der Radio. Mir direkt hier rein oder was ist los? Egal, komm. Was? Hey, zurück ins Auto. Okay. Okay, Luigi's Girls. Gute alte Zeiten. Scheinbar geht der letzte Test heute länger. Alles klar. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Alles klar. Say hello to 8 Ball, ladies. 8 Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Okay. Keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Alles klar, naja, gut, schade. Ich hatte eigentlich schon was vor, mit deinen Girl zu machen, aber okay. Ich brauche eine andere Karre, Alter. Polizei, ich kann jetzt nicht sagen, ja. Ja, hier konnte man die Kamera auch nicht wirklich verändern. Polizei steht immer noch da, ich weiß nicht, ob die das sehen. Egal. Gucken wir mal. Okay, es geht. Musik aus, ja. Dann müssen wir ab zu Misty, ne? Da haben uns halt einfach mal ein Taxi geschnappt. Wieso nicht? Bisschen ungewohnt. Ich merke schon, die PC-Version zum Beispiel, die ist noch besser. Da kann man, glaube ich, die Kamera eher, glaube ich, bewegen, glaube ich. So, steig ein, Baby. Hi, I'm Misty. Ja. Und ich bin. Und ich bin Jesus. Alter. Damals auf jeden Fall bei GTA 3 war es ja auch schon so gewesen, dass man schnell fahren wollte. Ist ja nichts Neues. Und hier sind wir schon. Ein
Mission erfüllt. $1,500. Ja, kann man machen, oder man geht erstmal zu sein. Ja, ich habe ja schon ein Taxi. Dann gehen wir erstmal zu unserer Bude, damit wir abspeichern können und diesen letzten Test abgeschlossen haben. So, damals musste man natürlich nicht extra irgendwie Werkstatt gehen und das reparieren. Man hat es einfach hier reingeparkt und dann war das Auto wieder so gut wie neu. Wenn die Garage wieder aufging. So, und jetzt kann man hier abspeichern. Es war alles noch anders da in GTA 3. Ich glaube, in GTA 4 war es wahrscheinlich auch was anders, aber GTA 4 habe ich nicht sehr intensiv gezockt. Ich muss sagen, GTA 3 habe ich intensiver gezockt. Genau wie GTA San Andreas damals. Er muss drücken oder was bloß? Nicht entfernen, kein Reset. Warum dauert denn das so lang? Ah, geht doch. War anscheinend normal. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das hier schon mit diesem Let's Test. Da haben wir einen längeren Let's Test gemacht gehabt. Ist nicht so schlimm. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich überlege schon, ob ich demnächst mal ein PlayStation 3 Let's Play machen werde. Einfach mal so aus dem Bauch raus und mal gucken, ob das wieder so wird bei mir, dass auf einmal wieder ein Let's Play abgebrochen wird oder nicht. Mal gucken. Einfach mal gucken, wie ich so Bock habe, auch die Tage und alles. Und ja, gut, ich bin dann erstmal raus. Bis dann, euer Kommissi 21. Yeah!